Frau Bendit, ja? Wer sind Sie? Entschuldigung, Östergang Kriminalpolizei. Das kann ja jeder sagen. Reicht das? Okay. Ich bin Ihr Bruder. Sie ist leider nicht hier. Wo ist sie? Woher soll ich das wissen? Was wollen Sie überhaupt von ihr? Können Sie ihr bitte sagen, dass sie uns so schnell wie möglich anrufen soll? Okay. Danke. Frau Bendy! Herr Kommissar! Können Sie mir bitte erklären, wie Herr Kodotürk einen Tag vor dem Überfall an markierte Geldscheine kommt? Danke für Ihre Hilfe. Das war ein Versehen. Ein Versehen? Ich muss in das falsche Fach gegriffen haben. 2 Tage vorm Raub. An einem ganz normalen Arbeitstag geben Sie markierte Geldscheine aus und bei einem Überfall vergessen Sie es. Das war doch keine Absicht. Das war eine Verwechslung. So lange bin ich noch nicht an der Kasse. Ich muss ins falsche Fach gegriffen haben und da hatte ich Angst, meinen Job zu verlieren. Da kam darauf gerade recht, meinen Fehler zu vertuschen. Werden Sie mich jetzt verraten? Dann müssen Sie schon selber durch. Aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihnen das glauben soll. Wollen Sie mir etwa unterstellen, dass ich etwas mit der Sache zu tun habe? Unverschämtheit. Kannst du bitte mal Platz machen? Hey! Weißt du was? Diese Hausmütterchennummer steht dir richtig gut. Und ich dachte schon, meine Schwester endet als alte Jungfer. Ja? Ja, ich sehe es. Was soll ich machen? Wollte am Bahnhof sein. Mir die Sache eingebrockt. Jetzt brauche ich das Geld, um zu verschwinden. Ich brauche das Geld auch. Es ist für Dennis. Da ist ein Fahrrad. Besser fallen lassen!
Sofort! Schieß doch! Für mich ist schon alles vorbei. Und Ihr Sohn? Wenn Sie ihn jemals wiedersehen wollen, dann lassen Sie jetzt bitte das Messer fallen. Wo warst du? Warum kommen Sie jetzt erst? Er wollte mich umbringen! Und Sie kommen auch mit.